das System 336 wurde ursprünglich bei der Nürnberger U-Bahn eingesetzt. Dort hat es auch dann die Bezeichnung System Nürnberger Befestigung. Parallel hatte die Deutsche Bahn eine Weiterentwicklung der Holzschwellenbefestigung umgesetzt. Da hat es dann die Bezeichnung 314 und wurde für Vollbahn dann verwendet. Wenn man bedenkt, dass das System schon seit über 50 Jahren im Einsatz ist, sind natürlich sehr viele Erfahrungen da eingeflossen, die in internationalen Anwendungen, unterschiedlichste Einbaumethoden, die eine Änderung erforderlich machten. Die gestiegenen Ansprüche sind insbesondere die Anforderungen an die Vibrationsreduzierung zu nennen. Das bedingt auch, dass der Systemaufbau verändert wurde. Durch eine modifizierte Verspannung im System 336 mit nur zwei Verankerungen kann das System nun auch in engen Bögen verwendet werden. Gleichzeitig wurden bei dem neuen System auch zwei Elastomere miteinander verbunden. So eine hochelastische Zwischenlage als auch eine hochelastische Zwischenplatte. Damit konnten höchste Anforderungen bezüglich Prüffrequenzen auch erfüllt werden, die zu einer deutlichen Vibrationsreduzierung führen. In Verbindung mit den erhöhten Ansprüchen, was die Montagefreundlichkeit betrifft, wurde das System dann erstmalig in China umgesetzt, in zwei Nahverkehrsprojekten in der festen Fahrbahn. Eine weitere Anwendung findet zurzeit in Australien statt, wo insbesondere die Ansprüche an die Vibrationsreduzierung in den Fokus gestellt wurden. Weiterhin ist natürlich auch und ist ein großer Erfolg für Foslo, dass wir das System mit unserer neuen Polymerschwelle in einem Nahverkehrsprojekt in Südeuropa einsetzen konnten. Da ist es als Gesamtsystem, System 336 plus die neue Schwelle, eingeführt worden. Das Motto Enabling Green Mobility spiegelt sich beim System 336 insbesondere in der Vibrationsreduzierung und durch die Materialreduzierung wider. Wenn Sie mehr über Advanced Infrastructure erfahren möchten, besuchen Sie uns auf der InnoTrans.